Ich begrüße euch zurück zu Yoshi's Woolly World. Im letzten Part haben wir gegen Baby Bowser in seinem Schloss gegen ihn gekämpft. Und auf seinem Schloss und überall. Wenn ihr es nicht gesehen haben solltet, schaut es euch an. Das war ein ziemlich langer Part und ziemlich interessant. Warum sind wir im Titelbildschirm, fragt ihr euch? Nun, ich wollte noch nicht starten, falls irgendwas freigeschaltet wird und ich das aufnehmen möchte. Außerdem haben wir hier die kurze Statistik von dem Zeug, was wir eingesammelt haben. Das sind ziemlich viele Blumen. Und ziemlich viele Yoshis. Mir fehlen noch ein paar Yoshis. Leider. Und ich bin mal gespannt, was uns jetzt erwarten wird, weil im letzten Part stand da ziemlich eine Liste von Sachen, die aufgetaucht sind. Der Boss-Pavillon da vorne, da wollte ich noch hin. Oh. Und wir müssen das Ding auch freischalten. Oh, weißer Yoshi. Hier, den weißen Yoshi. Wo ist die sechste Welt? Ich musste zur sechsten Welt. Da war noch irgendwas. Genau. Stimmt, wir wollten heute eigentlich Dingens machen. Das Bonus-Level. Ich bin mal gespannt, was das sein wird. Irgendwas mit Fliegen. Ich hoffe, das wird nicht allzu schlimm. Aber zuvor wollten wir nochmal schauen, und zwar nach oben. Da stand vor dem Pavillon, ist ein neuer Yoshi erschienen. Lass mich raten, du bist ein Baby, Bowser-Yoshi. Ein Baby-Bowser-Yoshi. Cool. Der hat ein cooles Design. Ist das jetzt ein guter oder ist es ein böser? Naja. Wir werden es herausfinden. Im Lavafluss der Skelett-Birdies. Oh. Ich mag keine Lavaflüsse. Die sind immer so heiß. Haha. Sehr schwer. Oha. Nicht gut. Nicht gut. Komm her, ich muss ihn noch kurz berühren. Moment, wo kommt denn das her? Das ist interessant, da ist das Ding einfach aufgetaucht irgendwo hinter uns. Cool. Komm schon, da kommen wir ran. Jawohl. Da kommen wir echt schnell hintereinander, die Dinger. Ich wette, das Level ist ziemlich einfach, wenn man es macht ohne irgendwelche Items. Moment. Es ist ziemlich einfach, wenn man es macht mit dem Teil. Also der Medaille. Sonst könnte ich mir vorstellen, dass es ziemlich brenzlig wird. Ja, das ist wahrscheinlich ziemlich gemein. Hier könnte irgendwo überall was versteckt sein. Wie vorhin der eine. Oh, das ist gemein. Wo war der? Der müsste hier irgendwo gewesen sein. Hinter einem der beiden. Ich geh mal auf den rechten erstmal. Ja, da ist er. Schön. Und den nehme ich mit, um dann gegen die Blume zu hauen. Oh, wobei, brauche ich gar nicht. Komm ja so ran. So schön hochfliegen und so. Oh Mann, das könnte echt böse. Das könnte echt böse werden. Soll ich mal sagen. Ey, wir kommen auf der anderen Seite. Ach, das ist. Das geht voll auf die Daumen und so. Dauerdruck. Auf den Daumen. Oh, der kommt gerade gut an. Der auch. Gut, wir sind durch. Zumindest im ersten Teil. Okay, da ist nichts hinter versteckt. Dahinter was versteckt. Nein. Dahinter was versteckt? Ich glaube auch nicht. Und dahinter was zu verstecken, das war gemein. Das wäre einfach nur gemein. Ich glaube, da komme ich nicht mehr hoch. Kurz zurück paddeln. Abstoßen. Da müsste doch noch ein blöder Vogel kommen. Bitte, bitte komm, Vogel. Bitte, 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 bitte. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wir sind gleich tot. Wir sind tot.
Soll ich das mal machen mit einem Anstecker? Ich glaube, das mache ich mit einem Anstecker. Das wäre ziemlich blöd, wenn ich es nicht machen würde. Du kannst schneller laufen? Nein. Warum denn? Hitze kann dir nichts anhaben. Wir sind einfach mal ein bisschen cheap heute. Wir sind ja mit dem Spiel durch soweit. Und deswegen bin ich ein bisschen cheap und mach's mir ein bisschen einfacher. Weil ich möchte jetzt nicht 10.000 Jahre in dem blöden Level hier rumhängen. Hust. Au. Okay, man kriegt immer noch Schaden von Gegnern. Ah, das ist doof. Aber zumindest... zumindest bekommen wir keinen Schaden mehr von der Lava. Oder stirbt in der Lava. Ach, ich fühle mich so... naja. So ein bisschen cheaterhaft. Vor allem, man muss ja richtig schnell reagieren und alles. Blume. Töte kleine Vögel. Die aus der Decke fallen. Wie Scheigers in der ersten Welt. Hatte ich ein bisschen Angst vor. Ist er knapp. Aktivieren wir mal alle. Vielleicht ist auch irgendwo eine Wolle versteckt. Weiß er nie. Könnte irgendwo versteckt sein, was gemeines. Ich höre einen Blag. Kann ich überhaupt was anhaben? Nö. Ich bin gegen ihn immun. Traurige Blag. Blöd, wenn man gegen ihn immun ist, ne? Also für ihn. Oder es. Sind Blag eigentlich männlich oder weiblich? Wolle? Eine Menge an Zeug. Ich habe einen Blag hinter mir gehört. Ah, okay. Haben wir irgendwas verpasst? Bisher nicht. Ah, es ist so schön, einfach mal hier reinzugehen. Ohne irgendwelche Anstrengungen oder so. Ohne sich irgendwie kaputt machen zu müssen. Frag mich nur, wie man hier durchkommen soll. So, komplett ohne Zeug. Okay, das ist gemein. Dass sie das letzte Wollding so tief verstecken. Oh, Leben. Und? Die Wolle, die Dinger und so. Ich weiß, das war cheap und ich entschuldige mich dafür, aber ich wollte jetzt nicht wieder 10.000 Jahre in einem blöden Level rumhängen, wenn es noch so viel zu entdecken gibt. Außerdem haben die schon geschrieben, das ist gemein und ich wollte mich jetzt nicht unbedingt darum quälen. Nicht um die Uhrzeit. Nicht um diese Uhrzeit von 3.03 Uhr. Im Wallertal hat sich ein neuer Level geöffnet. Yay. Weil da wollt ihr noch rein, unbedingt, heute im Part. Um zu schauen, was da passiert. Außerdem, was bekommen wir von Yoshi? Ein NES-Yoshi. Ja, von alt nach neu. Von jung nach alt. So rum. So. Ui, wir sind ein NES-Yoshi. Ich möchte mal kurz auch direkt mal anschauen. In der Nahaufnahme. Also im Woll-Yoshi-Haus. Des Todes der Yoshis. Da. Im Yoshi-Pavillon. Wo ich noch einiges an Yoshis einsammeln muss. Vor allem aus Welt 1. Ansehen. Der hat auch die Kontrolle auf den Arm. Süß. So. Boss-Pavillon. Oh, es gibt im Boss-Pavillon auch noch Yoshis? Ew. Und Stern-S. Die ganzen Original-Yoshis hier. Plus blau und rot und hellblau und so. Okay. Da fehlt mir noch einer. 1, 3 und 2, 3 jeweils. Und sogar 3, 6. Ich dachte, ich hätte ab Welt 3 alle eingesammelt gehabt. Okay. Ich würde sagen, gehen wir in den Boss-Pavillon. Nee, wir gehen erstmal in das Bonus-Level schauen.
Das ist ein großes Yoshi-Ei. Wundervolle Wollwelt. Ja. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Gibt es hier Miiverse-Einträge? Ja. Schade, schon zu Ende. Mega Level, voll sweet. Ich bin gespannt, das dürfte wahrscheinlich nicht allzu schwer das Level sein, aber... Leben. Okay, ich darf das nicht verhauen. Nicht verhauen. Gut. Au, du mieses Drecksvieh. Schau dich zu Brei. Genau wie dein Kollegen da drüben. Auf die Hoffnung hin, dass da irgendwas gibt. Ich muss noch zielen. Und treffen. Ich nehme dich, glaube ich, mal mit. So ziemlich so viel Wolle wie geht. Weil man kann nie genug Wolle haben. Vor allem bei den ganzen Gegnern, die es da gibt im Level. Und wenn es die einzige Wollstation ist hier im Spiel, dann muss ich sowieso machen. Außerdem hast du mir ein Leben genommen. Weil ich dich nicht gesehen habe da unten. Tarnpiranha. Okay, ich glaube, ich bin gerade im blöden Rhythmus drin. Nee, einen guten Rhythmus. 5 Wolle sollten erstmal reichen. Moment, ich wollte mal kurz zurück, wenn es geht. Na, das ist doof. Ich würde wetten, da ist irgendwas noch in der Mitte drin oder so. Nee, gar nichts. Irgendwas da vorne noch in der Mitte drin? Man kann ja nie genug sicher sein und so. Ich bin gerade voll hell wach und darauf fixiert, irgendwas zu finden. Das ist fies. Die Kristalle da unten zu kriegen ist gemein und fies, weil die sind blöd platziert. Und ich sehe da eine Piranha-Pflanze, die schon mal Sachen spuckt, schon wieder. Und mich sogar trifft damit, ist es doch nicht wahr. Stirb! Unhold. Ich mag die Musik so sehr. Sie ist so fröhlich und ich bin gleich fast gestorben. Ich muss doch von unten daran, das heißt, ich muss von der Seite und springe. Okay, das war das erste Teil. Ich könnte wetten, ich habe irgendwas verpasst. Irgendwas Großes. Ist das ein Best-of aus allen Leveln oder so? Okay, ja, das ist ein Best-of. Oh. Haben wir gerade wirklich mit Feuer beschossen? A la Super Mario Land. Oh, gemein. Wow, wow. Ja, ich glaube, wir werden hier mit Sachen beschossen. Das ist fies. Das ist richtig fies. Wie viele von diesen blöden Viechern stehen denn da hinten? Heilige Scheiße. Das ist nicht ganz nett, aber okay. Ich meine, ich muss hier gar nichts machen in dem Level. Bis auf nicht sterben. Und während ich das sage, falle ich in den Abgrund. Das ist so typisch. Typisch ich. Typisch ich, aber das ist mir
bewusst. Okay, ich brauche mal kurz eine Hilfe für die Plattform da hinten. Wir färben die jetzt mal anders ein. Ungewohnt. Verfehlt. Färben wir sie in grün, wenn wir sie treffen würden. Okay, es passiert nichts anderes. Schade. Hätte ja so passieren können. Von wegen, oh, du hast die Regel gebrochen und... Das ist ja doof. Schon wieder. Und du musst bezahlen, du hast das Ding in der falschen Farbe eingefärbt. Nee. Drecksvieh. Du bist ein Drecksvieh. Und ich bin wahrscheinlich verloren. Ich bin verloren. Bring. Ich glaube, es sagt keiner was dagegen, wenn ich mal kurz einen Sticker aufmache, ne? Und dann nehmen wir einfach mal... Du kannst nicht runterfallen. Nee, wir nehmen Wassermelonen ein bisschen aufwicken, oder? Abgründe. Wir gehen mit den Abgründen. Denn wir wollen nicht unbedingt hier verrecken. Weil elendig verrecken wollen wir nicht. Mir gefällt es nicht, wie die Items da rumliegen. Was? Wat? Ah, ich komme nicht mal hoch genug dafür. Blöd. Neu starten. Ich glaube, der Part wird ein bisschen länger dauern. Bam, 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 bam. So. So, zweiter Teil. Jetzt machen wir mal anders. Wir machen jetzt mal, dass uns Feuer nichts anhaben kann. Ich glaube mal, das würde funktionieren sogar gegen die. Ja. Weil ich habe keine Lust, hier überall zu sterben und so. Und deswegen, ich mach's mal einfach. So als Abschluss. Oh, wie fies, was? Das ist gemein. Moment, kann man die aufsaugen? Oh, man kann die aufsaugen. Gut. Dann habe ich nichts gesagt. Nämlich die zweite. Trotzdem irgendwie fies. Aber danke für die Wolle. Schön, wie die in jedem Abschnitt irgendwie so ein Dinges bisher hatten. So einen Wollspender. So einen inoffiziellen. Nach oben. Und noch einen bitte. Zum Mitnehmen. Weil es so schön war. Dankeschön. Weißt du was? Gib mir noch einen. Das ist nämlich dein Untergang. Haha. Ich bin so gemein. So, was haben wir denn jetzt? Jetzt müssten wir in die Wolkenwelt. Musik ist irgendwie merkwürdig gerade. Okay, hier bräuchten wir nicht in Abgründe fallen, glaube ich. Es sind immer mehr von denen.
Machen wir bitte kaputt. Dankeschön. Gut, das war die zweite Rolle sogar. Mir gefällt das Level soweit. Auch wenn ich nicht so viel mache. Ist ja gemein. Nimm mir einfach die Plattform unter dem Boden weg. Und die Musik ist sehr laut. Die Musik ist wirklich sehr laut. Meine Güte. Oh, verdammt. So, sei besiegt. Himmel. Oh, das gibt's doch gar nicht. Diese blöden Dinger gehen mir ziemlich auf den Nerven. Die Musik war ziemlich laut und die Wolken, Regenbogen auch. Oh, endlich ein bisschen Ruhe. Wasser. Nope. Ich weiß genau, was ich hier brauche. Wassermelonen. Blöd. Tot. Ich hasse dieses Scrolling-Level-Scheiße. Ich würde sagen, wir sehen uns an der Stelle wieder. Nee. So. An der Stelle wieder. Himmel, Herrgott. Kann ich sagen, dass ich es nicht mag? Ja. Ich glaube, sollte sichtbar geworden sein. Nope. Weg mit dir. Keiner mag dich. Das ist gemein. Man kann ihn nicht besiegen, das ist doof. Diese großen, blöden Viecher. Des Todes. Zwei von denen, weg damit. Wie gemein. Der kam einfach vom Himmel gefallen. Wow. Wow. Ich hab da zu viel Spaß an dem, oder? Mal im Ernst. Nicht nett. Wow, wow, wow. Nicht cool. Nicht cool, Alter. Nicht cool. Nicht cool. Heilige Scheiße. Pinguine. Stacheln. Oh Mann. Aufzug. Oh, fies. Schlechte Erfahrung mit Pinguinen und so. Schlechte Erfahrung mit Pinguinen. Töte alle Pinguine, auch wenn es nicht wirklich nett ist. Was für Melone, die brauche ich. Okay. Hey, die haben doch einen Sockenschuss, ey. Ein Aufzug ist ja schon schlimm genug, aber dann auf Eis. Pucci! Yay, Pucci ist da! Pucci darf nicht fehlen. Pucci ist gut. Aber Pucci, ich glaube, wäre gar nicht mal so schlecht, wenn ich mir einen Feuer-Sticker drauf mache, oder? Ein bisschen Angst davor, vor der Hitze. Ist ja ein Insta-Dev und so. Ach, wie nett, wir kriegen Kamek. Ugh. Hallo Kamek. Danke Pucci, du bist ein guter. Schnell, 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 bevor dieses Ding da durchkommt. Weg mit Kamek. Komm her, Pucci.
Ah, Moment. Ich muss ja erstmal Kamiki einmal zerstören lassen. XGP. So. Kommen wir nachher. Und gehen wir nach da. Dass Pucci in der Lava überleben kann, ist echt krass. Dankeschön. Los, weiter geht's. Na, ein bisschen mehr nach da. Wir wollen mal kurz schauen, was da oben ist. Ich meine, die stellen nicht extra so ohne Grund einfach so ein Ding dahin, oder? Oder? Komm schon, einmal kurz drehen und drehen und drehen und drehen und drehen. Habe ich jetzt Feuernsticker drauf? Ja, ne? Okay, oben ist nichts. Nichts von Welt. Zumindest. Schade. Kamex, wäre nett, wenn du einmal kurz... Genau, danke. Ach ja, und du kannst dich eh verbissen, du blöder Kamex. Ah, die Wolkenwelt. Wir bekommen jetzt so einen blöden... Cool. Ich wollte sagen, wenn wir jetzt so einen blöden Vorhang bekommen... Das ist schön. Regenbögen, wo Wasser runter tropft. Alle Wolle. Ein komplett weißer Yoshi. Haben auch alles gekriegt. Mir fehlt ein... Nee, oder? Komm mal her, du. Nee. Ah, okay, komm sogar runter. Yoshi. Yay. Mir fehlt aber noch immer ein Ding. Ein Aufsticker. Gedönse. Da ist er. Und mir fehlen noch ein paar Leben. Nee. Bitte noch ein bisschen Leben hier drin. Bitte. Mano. Komm her, Pucci. Voll gut. Ich fand's toll. Es war nicht lang. Oder sehr, sehr schwer. Auch wenn ich mir sehr schwer gemacht habe. Was Schlimmeres erwartet. Aber es war lustig. Nochmal das Beste von jedem Level. Und ja, es hat Spaß gemacht. Aber ich würde sagen, da der Part schon eine ordentlich länger hat, mal gucken, was jetzt kommt. Und ansonsten, oh Gott, ist der Fisch mit diesen fetten Augen. Mal schauen, gibt es noch irgendwas? Ah ja, der Yoshi. Der... Ich nehme Gott, Yoshi. Platin-Yoshi. Ah, okay. Platin-Yoshi. Ich nenne den Gott-Yoshi. Gott-Yoshi. Ich würde sagen, ich begebe mich mal ein bisschen in die Welten, wo ich ein paar Yoshis verpasst habe. Vielleicht kommt da doch irgendwas ganz Großes, wenn man alle hat. Weiß ich ja nicht. Und dann würde ich sagen, wenn ich es mache... Dann machen wir im nächsten Part den Boss-Pavillon. Weil ich möchte mal kurz reinschauen, auch jetzt schon. Nicht, dass die Bosse direkt anfangen. Boss-Pavillon. Die Bosse, die du besiegt hast, wollen eine Revanche. Aber Vorsicht, sie sind jetzt viel stärker. Besiege einen Boss, um den nächsten freizuschalten. Okay. Ah, okay. Es gibt drei verschiedene Versionen jeweils. Bronze. Silber. Und Gold. Okay. Mir gefällt die Musik hier drin auch gut. Das machen wir im nächsten Part, würde ich sagen. Oder? Machen wir es im nächsten Part? Ich denke mal, ne?
Panda aus Essen. Ha. Huh. Ich grüße dich, du aus meiner Stadt. Hehe. Ja. Aber ansonsten wäre das für diesen Part. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, vor allem dieses wunderschöne Level hier, wo ich mich ein bisschen blöde angestellt habe, dann könnt ihr den Part gerne ein Like hinterlassen. Ihr könnt auch gerne kommentieren. Schaut mir gerne an. Und ansonsten würde ich sagen, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und im nächsten Part, wenn der nächste Part kommen sollte, weil das ist Part 40 hier, ich würde es, glaube ich, gerne auf dem runden Part enden lassen. Machen wir Bastpavillon. Und ansonsten, wenn nicht, dann nicht. Muss ich dann entscheiden. Aber ansonsten, nochmal herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Ciao, ciao.